Cooler Degeneration. Auto seltsam Gensi. Die altersbedingte Makuladegene unbekanntes Zeichen Ration, AMD, ist die häufigste urunbekanntes Zeichen Sache für hochgradige Sehbehinderung unbekanntes Zeichen Derung im Alter. Insbesondere je unbekanntes Zeichen seit des 70. Lebensjahres wächst die Gefahr, eine AMD zu entwickeln, zunehmend. Es handelt sich um fehl unbekanntes Zeichen Änderungen der zentralen Netzhaut, im Speziellen der als Makula, B unbekanntes Zeichen zeichneten Stelle des schärfsten Sie unbekanntes Zeichen Lens. Aus diesem Grund betreffen die ersten Signale der Erkrankung das zentrale Sehfeld. Wegweisend für die Diagnose stehl unbekanntes Zeichen Lung ist eine Untersuchung beim Augenarzt in der entsprechenden Altersgruppe. Der Augenarzt kann dann den Patienten ausführlich über das Krankheitsbild aufklären und rechtzeitig entsprechende vorsorgeunbekanntes Zeichen Maßnahmen oder Behandlungen einleiten. Da die AMD schmerzlos verläuft, muss der Patient dahin unbekanntes Zeichen gehen sensibilisiert werden, die Netzhautmitte eines jeden Auges selbst zu testen. Selbsttest mit Amsler-Gitter. Einsatz findet hier das sogenannte Amsler-Gitter. Dabei handelt es sich um ein kariertes Blatt Papier mit einem im Zentrum markierten Punkt. Dieser wird im Leseabstand mit jedem Auge einzeln fixiert und geprüft, ob das zentrale Karomus unbekanntes Zeichen Teer-Verzerrungen aufweist oder nicht. Sollte an einem Auge eine starke Zunahme dieser Verzerrung werden, so ist die rasche Forstel unbekanntes Zeichen Lung beim Augenarzt angeraten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich in diesem Fall die etwas stabilere Trogkäneform der AMD in eine Insta-unbekanntes Zeichen beil und schneller voranschreitende feuchte Form umgewandelt hat, ist dann besonders groß. Der Grund für diesen Selbsttest ist, möglichst schnell feuchte Stadien der AMD zu identifizieren, denn nur dann sind Therapieoptionen möglich und ihr unbekanntes Zeichen volkversprechend. Ohne einen der unbekanntes Zeichenartigen Test würde die Erkrankung meist erst dann vom Patienten ihr unbekanntes Zeichen bekannt werden, wenn sie bereits das zweite Auge befallen hat, da das bessere Auge über lange Zeit das schlechtere kompensieren kann. Stärker gefährdet für eine AMD sind auch Patienten, bei denen AMD fehl unbekanntes Zeichen Lö gehäuft in der Familie aufgedre unbekanntes Zeichen Ten sind, des Weiteren Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, hellhäutige Patienten und Raucher. Bei trockener AMD kann mit dem AU unbekanntes Zeichen genarzt der Nutzen des Einsatzes bestimmter Nahrungsergänzungsmittel diskutiert werden, ebenso Sonnenschutz und Amsler-Test. Bei feuchter AMD sollten, nach endunbekanntes Zeichen sprechender Diagnostik, frühzeitig unbekanntes Zeichen TIC medikamentöse oder operative Behandlungsmöglichkeiten geprüft werden. In jedem Fall können vergrößernde Sehhilfen auch bei Nicht-Ansprechen oder fehlendem Nutzen der Therapie die Lesefähigkeit wieder unbekanntes Zeichen herstellen oder verbessern.